Herzlich willkommen. Wir probieren noch eine Runde mit unserem Druiden-Deck. Ich habe mal wieder Lust auf Druide. Ihr seid, es ist immer noch das 5270er. Deck mit den zwei Legendaries, die man allerdings auch recht leicht ersetzen kann. Klar, der schwarze Ritter ist natürlich perfekt, um halt eben irgendeinen Tank halt eben rauszunehmen, den er groß hinhebt. Also gegen einen Eisenbogen zum Beispiel ist er recht praktisch. Und Kane Bluthoof ist ein absolut verbesserter Erntegolem, der natürlich auch entsprechend kostet. So, wir bekommen einen Hexi und eine absolut blöde Starten, mit der wir mal so gar nichts anfangen können. Deswegen legen wir sie nochmal rein und kriegen genauso einen Quatsch. Allerdings sollte er jetzt in der ersten Runde nicht ganz so schön viele Möglichkeiten haben, den rauszunehmen. Er wird wahrscheinlich irgendwas mit Wichtel spielen. Und ich lege ihm deswegen diese Karte vor die Nase. Er kann nicht spielen. Und wir spielen einen Feendrachen und geben ihm schon mal einen ersten Vorgeschmack auf den Schaden. So, jetzt kommen natürlich hier die ganzen Nachrichten. Er spielt einen Blutsauger. Kann aber leider gegen diese Karte hier gar nichts machen. Und deswegen nutzen wir die Chance hier entsprechend und spielen. Wo soll ich zuschlagen? Unseren ersten Tank. Dann zeigen wir hier nochmal. Oh. Es war so klar. Ich mache meine Aufnahme und alle wollen sie auf einmal. So. Er spielt einen Blutsauger. Und spielt einen ziemlich teuren Pyro-Sieg. Den können wir nicht nutzen, weil wie ihr seht. Das soll eine Waffe sein. Wir können ihn buffen. Wusste ich jetzt nicht. Ich hab gedacht, er ist komplett gegen Zauber. Okay, schon wieder was gelernt. Knappe, mir zur Seite. Okay. Bereit, mein Herr. Ein absolut nerviger. Den 4-4er rausnehmen wird blöd. Ich möchte meinen Feendrachen natürlich nicht traden. Er wird einen Gegentrade machen. Was tun? Deswegen spielen wir unseren. Ja. Fertig. Wir nehmen ihn weg. Heilen ihn wieder hoch. Und geben ihm mal 3 Schaden. Plus noch einen weiteren Schaden im Gesicht. So. So, es war klar, er nimmt den Vierer, nimmt er weg. Und hat auch ihn weggenommen. Wir haben hier einen Schaden liegen. Der hier muss einfach weg. Den kann man einfach mit ruhigem Gewissen nicht stehen lassen. Deswegen würde ich sagen, wir spielen einen Yeti. Wir geben ihm die eine Karte. Und hier nochmal 4, beziehungsweise in dem Fall 3 Schaden rein. 2 Schaden waren sogar noch. Gut, und damit sieht es eigentlich für die nächste Runde gar nicht schlecht aus. Er kann jetzt ruhig was Großes spielen. Was glaubst du so? Da kommt auch schon was Großes. Weil wir haben auch eine große Antwort für ihn. Macht leider 5, aber er hat eigentlich langsam ausgedient. Deswegen spielen wir einmal ihn rein. Oh, wir bekommen Kane.
und spielen 4 Schaden auf ihn rein. So, nächste Runde. Ich würde gern Balki nehmen. Ja, bin ja schon dabei. Gut. Das Beschwörungsportal ist geöffnet. Mein Schild für Argus. Okay, er spielt auf Tank. Dann spielen wir doch mit. Wir spielen ihn. Er macht 4 Schaden. Sie macht 3 Schaden, ist aber lästiger. Deswegen kommt sie weg. Gut, hier liegen 6 Schaden. Er braucht 2 weitere Schaden, damit er Balki wegbekommt. Ansonsten würden wir entsprechen. Knappe, mir zur Seite! Bereit, mein Herr. Gut. Na, er bufft ihn hoch auf 6. Aber kriegt natürlich damit Balki. Er muss trotzdem beide opfern. Wenn er sie rausnehmen will. Ja, er nimmt beide raus. Und wir befinden uns in Runde 9. Ihn werden wir auf jeden Fall rausnehmen. Ich möchte ihn noch um 1 hochbuffen. Mit dem 2-2er kann er nicht viel anfangen. Geht mir deswegen machen wir hier dieses Spiel. Wir buffen die Karte hoch. Nehmen ihn aus dem Spiel. Und er hat 2 Probleme. Anhand. Die wir ihm gleich noch ein bisschen erhöhen. Er holt sich noch eine Karte. Und spielt einen Tank. Meine Augen sind offen. Er geht direkt auf uns. Unerwarteterweise. Wir sind in Runde 10. Wir kopieren uns unseren Kane. Wir hauen uns noch einen Tank hin. Damit so richtig schön eklig für ihn aussieht. Und jetzt können wir hier ein bisschen aufräumen. Und er gibt auf. Also, das war der gute Dragonfist. Ich danke ihm vielmals für diese nette Runde. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt dieses einfach unten in die Kommentare, beziehungsweise ihr dürft das Deck gern auch selber ausprobieren oder mir Verbesserungsvorschläge schicken, was wir noch ausprobieren könnten da dran. Ich freue mich über alles, vor allem über ein Like oder ein Abonnement. Und wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.